Ja. Wie machen wir das denn jetzt wohl eigentlich damit? Und wir versuchen es nochmal so. Und komm. Kann ich da irgendwie hoch? Da komme ich auch nicht rein. Ist hier vielleicht irgendwie irgendwas, was mir hilft? Der hier zum Beispiel. In der Mauerstadt 99 brauchen organische Lebensformen besondere Pflege. Deshalb wurde meine Roboterkollegen und ich entwickelt, um alle Lebensformen zu kümmern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Irgendwie will's nicht. Ich kann die jetzt hier nicht alleine öffnen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, aber was muss ich machen? Steht zwar Y drauf, dass ich Y drücken muss, aber wenn ich darüber renne und das drücke, passiert nichts. Irgendwo muss es irgendwas vielleicht geben, was mir helfen kann. Sehr geehrte Bewohner der Mauerstadt 99, diese Tür, die an die... Ja, kennen wir schon. Inspizieren. Gibt's hier irgendwas? City Sale. Violating the rules of. Muss ich da jetzt weiterlesen? Confinement will result in a heavy prison sentence. Verstehe jetzt nicht, was ich genau machen muss. Also, wie ich da eigentlich weiterkomme, das verstehe ich jetzt eher nicht. Was ich machen muss, habe ich begriffen, aber wie ich helfen kann, das habe ich nicht begriffen. Achso. Oder gibt es da unten vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte, was mir helfen kann da oben? Die weiße Farbe jedenfalls nicht. Gibt's auch nichts. Ne. So, noch weiter unten. Nein, ich laufe. Ja. Ah, hier könnte ich rein theoretisch nicht zurück. Okay. Ich glaube, hier gibt es gar nichts. Ich muss es, glaube ich, so irgendwie schaffen, aber ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. Dass ich da nichts machen kann.
Ja, mit dem müssen wir nicht sprechen. So, nochmal inspizieren. Und ich kann da nichts machen. Nee. Hä? Ich verstehe das gerade gar nicht. Oder muss ich vielleicht doch mit irgendwem reden? Ich quatsch die alle mal nochmal an. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wenn... Ja. Kann ich niemanden zu überreden? Inventar, Erinnerung, habe ich nichts. Nichts Brauchbares. Komm, ich quatsch den hier auch nochmal an. Hm. Würde gehen in den Freizeitbereich, wenn du etwas kaufen oder konsumieren möchtest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Kann ich irgendwas kaufen? Mit dem haben wir schon gequatscht. Ich verstehe gerade gar nicht, wie ich weiterkomme. Ich würde dann mal einmal ganz dreist mal googeln, wie ich da weiterkomme. Ah, okay, es muss irgendwo so einen Boxroboter geben, mit dem ich interagieren kann. Muss ich dann den eben suchen? Ernsthaft jetzt? Ah. Dafür musste ich googeln, dass ich das entdecke. Oh. Jetzt fühle ich mich dumm. So, komme ich hier jetzt weiter? Ja. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben, sie dachten, sie stünden über allem.
Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber hier kann man immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Ah, die letzte Erinnerung. Das heißt, wir sind gleich am Ende. Gleich haben wir das Spiel schon fertig. Komisch, dass auch keine Musik mehr hier abspielt. Ist da jetzt mehr Licht angegangen gerade oder? Oder bilde ich es mir nur ein? Vor allem die Gebiete sind auch, glaube ich, irgendwie farblich markiert. Da ist blau, hier ist grün, da ist türkis, da ist gelb, da ist rot, da ist nochmal gelb. Da wo es rot ist, da sind auch die ganzen Zurks. Oder Zurks, oder wie man die ausspricht. Da ist alles auch schon total befallen. Egal, wir versuchen mal weiterzukommen. Das sieht interessant aus, das rote Licht. Control Room. Das ist der Hauptcomputer. Dem Großrechner nachzuurteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Ah! Die haben wir auch schon mal aktiviert. Und dann hier. Ja. Ja, Mann. Das hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control Station. System is locked. Okay. Das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Nice. Ich mach ein paar Sachen kaputt. Okay, was muss ich kaputt machen? Da. So, und hier. Da haben wir schon mal den ersten. So, da schon der nächste. Und ach, hier hacken.
Oh. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Okay. Aha. Intrusion Alert. Oh nein, wir müssen weitermachen. Komm, schnell den hier noch hacken. Komm. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Oh nein. Nicht, dass er jetzt gleich endgültig kaputt geht. So. Und dann hacken. Komm, Bitwell, das schaffst du. Dort überlebst du wohl. Oh nein. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Oh nein. Ich glaube, wir verlieren B12. Ja. Das war's, wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften war. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh nein. Ach nö. Yo! Es geht auf. Komm. Kann ich B2, B12 hier mitnehmen?
Boah, aber krass, wie sich das jetzt öffnet. Und wie es sich da jetzt. Sieht man da irgendwie eine Veränderung jetzt langsam da bei diesen? Nee. Aber die haben alle mittlerweile ihre Lichter aus. Oh, da hinten sind auch richtig Dingens verseucht mit diesen Zergs hier. Oder Zurks. Aber ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Aber krass, ey. Wie es auf einmal ganz anders aussieht, so jetzt mit Licht. Mit Tageslicht, richtigen. Okay, es regnet Müll. Auch noch. Was ist das? Ein roter Punkt da, seht ihr den? Ist das ein Luftballon oder so? Okay, ist jetzt fertig. Oh, legt die sich jetzt einfach hin. Komm. So, was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? Jo. Jetzt kommen wir endlich wieder nach oben. Augenöffner. Created and directed by Cola und Beef. Ach! Swan Martin Raggett. Jan van der Kusen. Boah. War das ein geiles Spiel, ey. Also. War ganz anders, als ich es erwartet hatte. Ich wusste zwar vom Trailer her und auch von so ein paar Berichten so von GamePro, GameStar und so weiter, PC Games, so dass es schon süß ist, so dass man auf Knopfdruck miauen kann. So. Aber wie tief die Story hier ist, ey. Habe ich irgendwie gar nicht erwartet, wirklich. Es ist schon mega, mega geil gemacht worden, wirklich. Also, ich freue mich auch, wenn man mehr von den Entwicklern mal sehen würde. Und wow. Vor allem auch. Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, okay, was ist aus den Menschen geworden? Die Frage stelle ich mir immer noch. Sind zwar alle jetzt ausgestorben, gefühlt, oder wahrscheinlich,
keine Ahnung, ob da vielleicht irgendwie irgendwo noch unbekannt so irgendwelche Menschenzivilisationen versteckt sind. Aber auch, dass wieder hier, dass das die letzte Bastion der Menschen sein sollte, die einfach ausgestorben ist. Und dass die Reichen da irgendwie hier wieder nur an sich gedacht haben und so. Klar, ich würde die Reichen jetzt, sagen wir mal so, auch nicht so stark in Schutz nehmen. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich glaube, wenn es wirklich richtig, richtig hart auf hart kommt, ich weiß nicht, wo genau die Obergrenze ist für, da sind von den Leuten da oben irgendwo, jeder Mensch ist anders, so jeder hat eine eigene Obergrenze, sagen wir so eine Schmerzgrenze. Aber wenn diese erreicht ist, ich glaube, da würde selbst so einer nicht einfach hier auf alles scheißen und nur aufs Geld denken. Von Geld allein kann man sich auch nicht ernähren. Und ich glaube, denen ist das auch klar. Und ja. Aber ey, ich würde mich mega freuen, wenn ich mehr von den Entwicklern sehen würde. Mega geil das Spiel. Und damit auch bedanke ich mich vielmals fürs Dabeisein. Was ein geiles Let's Play, wirklich. Und ja, somit beende ich auch die Aufnahmesession. Und hoffentlich sehen wir uns dann in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit eingeschaltet hast, dass du das mit mir bis zum Ende mitgemacht hast. Und auf jeden Fall, ciao. Thank you.